Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ihr habt sicherlich alle von dem Anschlag gestern in Hanau gehört. Ich habe auch schon einige Nachrichten bekommen, sowohl über WhatsApp von einigen Freunden, die aus der Gegend kommen, oder von einem Freund, der aus der Gegend kommt, und auch Nachrichten über Instagram bekommen. Und da wurde unter anderem gesagt, dass man schockiert ist und geschockt ist und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich schockierend, insbesondere für die Angehörigen und auch natürlich, wenn man dort wohnt, ist es plötzlich so nah. Aber das sind die Sachen, die wir schon seit 2009 vorhersagen. Seit 2009. Wenn wir es in deutschen Büchereien an jeder Ecke mit solchen Büchern zu tun haben. Ja? Thilo Sarrazin, feindliche Übernahme. Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht. Der Islam, das heißt die Muslime, sind daran schuld, dass sie die Gesellschaft hier kaputt gemacht wird. Das ist prinzipiell genau dasselbe, was damals über die Juden durch die Nazis gesagt wurde. Die Juden machen die Gesellschaft kaputt. Die Juden sind das Elend. Das ist das, was damals gesagt wurde. Wenn wir solche Bücher haben hier wie von Udo Ulfkotte, SOS Abendland, worüber ich schon mal einen Vortrag gemacht habe und darüber gesprochen habe. Und das Krasse ist, dass gestern diese Sache mit diesem Fred Ferkel, das habe ich übernommen, auch unter anderem aus seinem Buch. Weil er dort erzählt, die Muslime, die wollen uns unterdrücken und ihre Gesellschaft aufdrücken, die sind sogar gegen Sparschweine in der Bank und so weiter. Ja, dann frage ich mich wirklich, was einen daran schockiert, dass so etwas passiert. Mich schockiert es, natürlich ist es schockierend, möge Allah sich denen erbarmen und gerade die Familienangehörigen, das ist grauenhaft. Aber ich rede von der Tatsache, dass sowas passiert. Mich wundert es eher, dass sowas nicht häufiger passiert ist. Leute, was ist mit Marwa Shabini gestorben? Du Kopftuchschlampe, hat er gesagt und hat die abgestochen. Dein Sohn wird ein Terrorist werden und so weiter und so fort. Darum ging es damals. Habt ihr alle geschlafen? Was war mit dem Anschlag in Oslo? Genau dasselbe Programm. Was war mit dem Anschlag in Neuseeland? Es braucht nur jemanden zu geben, der bereit ist, dafür zu sterben. Da gibt es genügend für. Das ist nicht der letzte Anschlag. Das ist nicht der letzte. Und die deutsche Regierung lässt es zu, dass solche Bücher verbreitet werden. Ist das keine Volksverhetzung? Schaut euch meine Vorträge an, die Propagandamethoden von Adolf Hitler in der heutigen Zeit. Den Vortrag habe ich 2009 gemacht. Da bin ich von der Hannoverschen Allgemeine, wenn ich mich nicht irre, gefragt worden, ob danach, und da habe ich gesagt, wenn die Hetze so weitergeht, werden in Deutschland Frauen auf der Straße abgeschlachtet, muslimische Frauen mit Hijab auf der Straße abgeschlachtet werden. Kurze Zeit später wurde Marwa Shabini getötet. Dann habe ich einen Vortrag, gibt ein Pierre Vogel, Anschlag von Oslo. Ja, da habe ich ein Statement zugemacht. Schaut euch meine Statements dazu an, insbesondere Vortrag Propagandamethoden von Adolf Hitler in der heutigen Zeit. Schaut euch an die Provokation des Jahres. Pierre Vogel, die Provokation des Jahres. Damit wir dieses Thema verstehen. Heute Abend um 22 Uhr auf diesem Kanal, verbreitet auch dieses Video, wenn das geht, und diese Nachricht, werde ich in einen Livestream um 21.30 Uhr zu der Aktion in Hanau machen. Was wir zu tun haben. Weil es nützt sich, wenn wir jetzt nur heulen, ja, sondern wir müssen die Sache richtig verstehen und versuchen zu agieren. Und ich ziehe auch in Schala eine Kundgebung, einen Open-Air-Vortrag in Hanau zum Islamfeindlichkeit in Betracht. Aber ihr werdet es sehen, wenn wir das machen, kommen wieder nur ein paar Leute, weil wieder vorher in den ganzen Moscheen, die sowieso wie die Schafe darauf warten, geschlachtet zu werden, alle sagen, geht da bloß nicht hin, das könnte uns schaden. Schaden? Was kann uns jetzt noch schaden? Habt ihr gesehen, was passiert ist? Das seid ihr schuld, weil ihr am Schlafen seid. Die ganzen Jahre, wo wir erzählen, dagegen zu agieren, wird gesagt, nee, macht nichts, bleib lieber zu Hause.
Erlernte Hilflosigkeit. Gebt mal ein im Internet, erlernte Hilflosigkeit. Das ist das, was man aus den Ländern mitgenommen hat. Nichts machen und warten, bis man geschlachtet wird. Oder einfach nur bellen. Einfach nur bellen und schreien und Hilfe, aua, aua, mir tut's weh. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Ja? Dann wird dann wieder in den Moscheen vorher in Hanau gesagt, geht da bloß nicht hin zu der Kundgebung und dann kommt dann wieder keiner. Oder Leute sind zum Fressen eingeladen, weil wir eine Oma des Fressens sind. Wir können nur grillen, Würstchen grillen und Hähnchen grillen. So. Aber wenn es darum geht zu sagen, komm, lass uns, oder es kommen irgendwelche Traumtänzer, die denken, wenn wir Usul Thalath von Muhammad Abdul Wahhab in den Moscheen auswendig lernen, fällt irgendwann der Sieg vom Himmel. Es gibt aktuelle Probleme. Aktuelle Probleme, die kannst du nicht dadurch klären, indem du 3, 4 Zeilen oder 3 Hadithe auswendig lernst. Sondern die kann man dadurch klären, indem man eine spezifische Strategie hat. Ja. Aber, wie gesagt, das sage ich schon seit über 10 Jahren. Und das ist übrigens der Grund, und da werde ich heute Abend noch darauf eingehen, das könnt ihr auch in den Videos sehen, warum wir so attackiert worden sind. Weil wir gegen diese gewollte Hetze vorgegangen sind. Das ist der Grund, Freunde der Sonne. Salam alaikum, möge Allah sich den Toten erbarmen. Und möge Allah uns schützen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.